Übertreten. Übertreten heißt zunächst mal, dass man mit Füßen etwas weiter geht. Also man kann zum Beispiel über einen Fluss treten oder der Fluss selbst kann übertreten. Und man kann auch über eine Markierung hinaustreten. Übertreten heißt aber insbesondere ein Gesetz zu übertreten, gegen ein Verbot zu verstoßen. Und wenn man ein Gesetz übertritt, dann kann das Konsequenzen haben. Auf dem spirituellen Gebiet gibt es viele Regeln und viele Empfehlungen. Wenn man diese übertritt, dann wirkt der spirituelle Weg nicht mehr so. Zum Beispiel gibt es beim Yoga die Empfehlung, jeden Tag Asanas, Pranayama und Meditation zu üben. Auch gibt es die Empfehlung, auf Fleisch, Fisch und Eier zu verzichten und auch keine alkoholischen Getränke, Tabak und Drogen zu konsumieren. Wenn man diese Empfehlungen übertritt, verlangsamt es den spirituellen Fortschritt. Dann gibt es ethische Regeln wie nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Unbestechlichkeit. Auch diese ethischen Empfehlungen sollte man nicht übertreten. Es mag natürlich auch Regeln geben, die unsinnig sind, so wie Jesus gesagt hat, nicht der Mensch ist für die Regeln da, sondern die Regeln sind für den Menschen da. Man sollte aber auch Kants kategorischen Imperativ beachten. Verhalte dich stets so, dass die Maxime deines Handelns zur Grundlage einer Gesetzgebung werden kann.